Arrest warrant, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem wieder für und mit dir. Max. Ja, so schnell geht's. Da sind wir wieder. Schön, dass du wieder den Weg in den Boulevard gefunden hast, denn wir wollen deine Kompetenz, deine fachspezifische Football-Kompetenz heute noch mal ein bisschen ausnutzen und tatsächlich ein bisschen nerdiger werden, ein bisschen taktischer werden. Ja. Und haben uns überlegt, wir nennen diese Folge des NFL Boulevard die offensiven Innovationen in der NFL. Keine Angst, wir gehen jetzt nicht auf Anno 1612 zurück, sondern wir wollen uns auf die jüngere Vergangenheit beschränken. Max, du hast ja selbst gespielt in den 90ern und in den 2000er Jahren, Wide Receiver. Mhm. Nationalspieler, hast in Hamburg gespielt, hast in der NFL Europe gespielt und so weiter. Kannst du vielleicht, um einmal reinzukommen, so grob skizzieren, wie sich die Offensive Schemes in der NFL so, sagen wir mal, in den letzten 20, 30 Jahren verändert haben? Ja, da hat sich einiges getan. Also ganz früher war der Vorwärtspass sogar noch verboten. Dann war er feige und unmoralisch. Hat sich natürlich aber dann zu einem ganz wesentlichen Bestandteil der Offenses entwickelt, ganz klar. Und irgendwann hat man dann auch gemerkt, okay, wenn ich da ganz gut bin, wenn ich da ganz gute ein festes Schema habe, mit dem ich arbeiten kann, feste Passing-Trees, also Passbäume, Passrouten, dann kann ich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Yards machen. Und natürlich hat sich dann auch über die vielen Jahrzehnte die sogenannte Completion Rate, also die prozentuale Verteilung zwischen ich versuche mal zu werfen und der Pass kommt tatsächlich an, wird aus der Luft gefangen, enorm erhöht, gesteigert. Und natürlich haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ein Laufspiel ist die sichere Variante, das ist alles gut. Da können auch Sachen passieren, die nicht so gut sind, aber beim Pass ist es natürlich auch immer ein großes Risiko. Aber trotzdem ist es halt einfach auch die Möglichkeit, mit einem Spielzug einfach auch mal den ganzen Platz zu überqueren, auch mal einen kurzen Pass zu schmeißen, dann vielleicht auch nur noch einen Gegenspieler zu haben. Insofern ist der Pass an sich einfach in der Entwicklung das elementare Mittel, was einfach so diese ganze Evolution angestoßen hat. Wenn man sich jetzt so die klassischen Offense-Formationen anguckt, dann hat man eigentlich immer so einen Running Back, man hat meistens noch einen Fullback davor, das ist so der direkte Vorblocker, man hat den Tight End, der so klassisch neben der Offensive Line steht, so ein Hybrid auch ist zwischen Blocker, Vorblocker, aber auch Passempfänger. Yeah. Und die äußeren Wide Receiver. So, das war ja so der Standard. Der hat zwar auch so eine kleine Revolution oder ein kleines Comeback erlangt jetzt in den letzten Jahren. Aber das war so der Standard. Und es war eigentlich klar, wenn gelaufen wird, geht es über die Running Backs. Wenn geworfen wird, ging es über die Wide Receiver / den Tight End. Und ich denke mal, wenn wir so ein bisschen quer einsteigen, könnte man, glaube ich, so mit Bill Walsh anfangen. West Coast Offense, ganz genau. Im Prinzip. Ich habe Bill Walsh tatsächlich selber mal kennengelernt. Mhm. Fantastisch charismatischer Typ. Unglaublich gigantischer Trainer. Wir haben eine Woche ein Passing Camp gemacht, wo er vor unserer NFL Europe, eigentlich ein Camp, eine Woche lang nur, wo wir nur geworfen haben, hat noch keine Defense da. Sondern wer ihn nicht kennt, Bill Walsh, Legendencoach der San Francisco 49ers. Genau. Und der hat eigentlich so diese West Coast Offense so ein bisschen wirklich revolutioniert, überhaupt ins Leben gerufen. Und der ist jemand, im Prinzip definiert sich diese West Coast Offense dadurch, dass man eigentlich alle fünf berechtigten Passempfänger auch einsetzt. Also auch den Tailback, auch den Fullback, natürlich auch den Tight End. Aber im Prinzip sind in jeder Passsituation, jedem Passspielzug alle fünf auch Teil des gesamten Konzepts. Ja, das heißt also, die Running Backs kommen aus dem Backfield, der Fullback geht durch die Linie, läuft dann an Passrouten. Da gibt es also, der Ansatz war der, zu sagen, okay, normalerweise kontrolliert man ja das Spiel oder die Uhr mit dem Laufspielzug. Ne? Man macht Handoffs, die Uhr läuft, man kann das sehr gut kontrollieren. Was beim Pass immer ein bisschen schwierig ist, der Pass ist unvollständig, Zeit hält an. Also man wirklich so ein Clock-Management ist schwer mit dem Pass zu betreiben. Die West Coast Offense setzt darauf, dass man auf viele kurze Pässe setzt, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie vollständig sind und dadurch auch nicht jedes Mal jetzt irgendwie einen First Down oder einen Touchdown macht, aber immer durch kurze, schnelle Pässe, sichere Pässe, einfach dadurch auch die Uhr kontrollieren. Mit Überraschungsmomenten aber auch. Ja, absolut. Es kann doch sein, dass dann auch mal die lange Fackel plötzlich. Ja, natürlich. Also es setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen. Das
sind so das Basispaket. Dann gibt es ein schnelles Passing-Paket, wo der Quarterback nur 3 Schritte zurückgemacht hat, schnell geworfen hat. Dann gibt es ein Paket, wo er 5 Schritte nach hinten macht, wo es längere Passrouten mit drin sind, also auch tiefe Passrouten mit drin sind. Ja. Und natürlich dann alles, was auf dem Laufspiel aufbaut. Also diese sogenannten Run-Action- oder Play-Action-Systeme und Spielzüge. Und das ist eigentlich etwas, was so bis zu dem Zeitpunkt kaum einer wirklich perfektioniert. Jeder hat das so ein bisschen gemacht, aber das wirklich ganz intensiv und ganz klar zu sagen, wir haben unsere 5 Offensive Linemen, das sind unsere Blocker, das ist unsere Protection. Mhm. Und wenn die Defense anfängt zu blitzen, also sie mehr schicken, als man eigentlich mit diesen 5 blocken kann, dann kommen halt schnelle Pässe auf den Running Back, die der Defense halt in dem Moment echt wehtun, weil die Linebacker nicht da sind, um sie zu decken. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Milestone in dieser gesamten Evolution, dieser ganzen Entwicklung der Offense. Und darauf baut unglaublich viel auf. Also unheimlich viele Coaches, NFL-Teams haben sich dieses System so ein bisschen angeeignet und es auch versetzt noch weiter ausgebaut und optimiert. Ja, du hast es ja eingängig gesagt, früher war es verboten zu passen, weil es einfach zu gefährlich war. Also es gab ja so ganz am Anfang, so rund um die Jahrtausendwende vom 19. ins 20. Jahrhundert, ja auch noch Tote beim Football. Ja. Da war der Schutz natürlich auch noch nicht so doll. Da gab es keine Lederhelme, aber keine Plastikhelme und so weiter. Aber jetzt so seit vielen Jahren ist aus der Run-Heavy-League ja eigentlich eine Passing-League geworden. Es ist eine absolute Passing-League geworden. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also früher kam dann aus diesen Wing-Formationen, da gab es keinen wirklichen Wide-Receiver, sondern es war alles sehr kompakt. Da kamen dann auch plötzlich mal so 3, 4, 5 Vorblocker um die Ecke. Und da ging das halt auch richtig zur Sache. Und das Spiel einfach auch zu entschärfen, wurde dann einfach dieser Vorwärtspass noch mit implementiert. Weil sonst wäre es tatsächlich verboten worden. Ja? Ja. Das ist einfach zu gefährlich. Ich muss einmal kurz was trinken. Ja, sehr schön, gerne. Dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Cem. Jam. Danke an Küpi an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Um jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen aktueller und konkreter zu werden, Lamar Jackson, der Quarterback der Ravens, wird ja höchstwahrscheinlich MVP. Das wird könnte ja so kurz vorm Super Bowl bekannt gegeben. Der ja dieses Spiel aber auch nochmal wieder verändert hat. Ja. Weil er, ich meine, so Michael Vick kannten wir, Cam Newton kannten wir und so weiter, aber der hat ja auch die Laufrekorde von Michael Vick gebrochen. Ja. Was bringt der denn jetzt da nochmal rein, dass du einen super mobilen Quarterback hast, der im Zweifel, wenn was nicht klappt, auch selbst laufen kann? Genau, ich würde nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil es gibt noch so einen Zwischenschritt, den ich einfach noch mit erwähnen würde. Und das ist so diese Run-and-Shoot-Offense, die einfach sich dann auch, die sehr populär geworden ist, wo dann tatsächlich nur noch mit 4 Passempfängern, 4 Receivern gespielt worden ist. Und diese Run-and-Shoot-Offense definierte sich dadurch, dass man im Prinzip schon einen Spielzug fertig gecallt hat, dass die Receiver aber, man nannte das on the fly, also während des Spielzugs geguckt haben, wie die Coverage der Defense sich entwickelt hat, was sie gespielt haben und dann ihre Passrouten angepasst haben. Ja. Also wenn sie, das wird nicht funktionieren, so ungefähr? Ja, genau. Also angenommen, der Verteidiger läuft ganz schnell zurück, dann hat der Receiver die Option gehabt, dass eben die Entstehung der Option Route eines Receivers, da müssen natürlich auch Quarterback und Receiver on the same page sein, auf dem gleichen, das gleiche wissen und lesen natürlich auch, was passiert. Aber wenn der Verteidiger rankommt oder man irgendwie an ihm vorbei ist, dann kann man halt auch tief laufen. Ja. Also das ist jetzt ganz einfach, da gibt es unheimlich viele Variationen für die äußeren Receiver, für die inneren Receiver. Aber so, da entstand so das erste Mal dieses Gefühl, nicht okay, ich habe einen Spielzug, der ist fest, die Blaupause, so wie es im Playbook steht, wird gespielt, sondern du weißt ja, du hast einen Spielzug, du callst ihn, aber du weißt ja nicht, was die Defense macht. Ja. Wenn die Defense variabel spielt, mit unterschiedlichen Verteidigungs- oder Rückraumverteidigungen spielt, muss man einfach sein Spiel auch entsprechend anpassen. Das hat sich bis heute auch wirklich durchgetragen. Diese Option Routes sieht man immer wieder. Gerade so die Tight Ends laufen ganz, ganz viele von diesen, oder die inneren Receiver, ganz viele von diesen Optionsrouten, ja, wo sie also mehrere Möglichkeiten haben. Und wenn man jetzt so ein bisschen weiter denkt, dann hat man ja gesehen, so vor einigen Jahren, dass dann plötzlich so der klassische Tight End gar nicht mehr an der Linie stand, sondern der stand dann plötzlich auch so als innerer Receiver, als der sogenannte Slot Receiver oder Inside Receiver. Und plötzlich stand der auch noch ganz draußen. Ja. Hat immer so den Ansatz gehabt, okay, wenn ich meinen Fullback oder meinen Running Back nach außen stelle und meinen Tight End nach außen stelle, dass meine eigentlichen Wide Receiver auf der Innenposition spielen. Und wenn die Defense nicht darauf reagiert, dann spielt plötzlich ein Tight End gegen einen Cornerback, was ja schon mal interessant ist. Aber vor allen Dingen spielen großer körperlicher Vorteil. Natürlich. Ja. Aber natürlich spielen auch die klassischen Wide Receiver zum Teil gegen Linebacker.
Und das kreiert sozusagen Mismatches. Und diese Mismatches waren lange Zeit also wirklich ein sehr probates Mittel, weil natürlich auch immer eine Defense guckt, mit welchem Personal ist die Offense jetzt gerade im Huddle oder auf dem Feld, dann passen wir es an. Aber wenn dann Fullback drin war und Tight End drin war, ist die Defense eigentlich auch immer so in ihrem Base-Personal geblieben. Das heißt, sie haben ihre 4 Down-Linemen, ihre Defensive Linemen, ihre 3 Linebacker und ihre 4 Rückraumverteidiger. Und dann konnte man natürlich anhand der Formation da sehr, sehr gut variieren und diese sogenannten Mismatches kreieren. Ist es nicht sogar so, du weißt es besser als ich, aber früher war es ja so, da ist der Quarterback dann mit einem Spielzug in den Huddle gegangen, gesagt, wir spielen jetzt das und das, dass sie aber heutzutage oder schon seit längerem auch noch eine Variante B in petto haben. Genau. Weil wenn der Quarterback sieht, ah nee, das, was wir hier jetzt vorhaben, das wird so nicht funktionieren, deswegen es ist Kill, 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 das hört man doch auch immer. Ja, genau. Ne? Also noch vor dem Kill war tatsächlich, also gibt es heute auch immer noch das sogenannte Audible, das heißt, man hat einen Spielzug von einem Trainer bekommen, man geht an die Linie und sagt, okay, wir wollen jetzt laufen durch die Mitte, aber die Defense hat die ganze Box voll gemacht, das sind 8 Verteidiger. Wenn wir dem Running Back jetzt den Ball geben, dann können wir ihm noch viel Glück wünschen, aber das wird wahrscheinlich nicht keinen großen Erfolg haben. Dadurch hat der Quarterback dann immer in der Situation die Möglichkeit gehabt, den Spielzug an der Linie zu ändern, das sogenannte Audible. Ne? Er sagt, okay, hier, check, 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 wir ändern. Ja, und dann muss er aber allen 10 anderen Spielern der Offense möglichst schnell, weil Zeit läuft. Die Zeit läuft und man hat wenig Zeit, das sehen wir immer wieder. Es gibt ja immer wieder Delay of Games, weil es einfach zu eng ist, natürlich zwischen den Spielzügen. Muss er jedem einzelnen Spieler sagen, was er jetzt machen soll. Also aus dem Lauf dann einen Pass machen. Mhm. Und dann kommt das, was du gesagt hast, dass man dann gesagt, okay, das ist mir alles viel zu anstrengend. Ich calle gleich 2 Spielzüge im Huddle. Ja. Und die Offense geht mit 2 Spielzügen an die Linie. Mit einer Nummer, Variante 1 und 2. Genau, und Variante 1 ist eigentlich das, was sie wollen. Ist eigentlich das, was man machen möchte. Ja. Wenn man jetzt aber an die Linie geht und sagt, okay, Variante 1 kann nicht funktionieren, ist ja viel Mathematik. Ja. Wie viele Blocker habe ich? Wie viele Leute müsste ich theoretisch blocken, damit der Spielzug ein Erfolg wird, dann kann der Quarterback sagen, kill, das heißt, ich kille die erste Option und dann wird automatisch die zweite gespielt. Und alle wissen, okay, wir spielen B. Genau, und ich muss nicht nochmal allen... Und entscheidet das der Quarterback alleine oder kriegt er das aufs Ohr vom Head? Nee, in dem Moment nicht mehr. Also das, die Kommunikation ist ja auch nur während des Huddles, wenn er dann in die Liege, dann will man auch nicht mehr vollgequatscht werden vom Trainer. Das heißt, das ist dann wirklich die Aufgabe des Quarterbacks, das zu erkennen und dann auch wirklich ganz dazu sagen, okay, ist natürlich vorher alles trainiert und eingesprochen, pass auf, wenn du an die Linie gehst und du siehst die und die Front, die sie gerne mal spielen in der Situation, dann gehen wir da raus. Mhm. So, und dann hat er die Option, da rauszugehen. Einige Quarterbacks machen das auch nicht so sehr zum Wohle der Coaches, dass sie es einfach sehr oft machen, dann auch Spielzüge ändern, weil sie der Meinung sind, das könnte viel besser funktionieren. Natürlich möchte der Coach sehr klar seine Strategie durchziehen. Aber natürlich ist diese Option natürlich super, weil man das sehr schnell ändern kann. Aber das beinhaltet halt auch, dass ein Offense-Spieler, gerade ein Offensive Lineman, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden oder auch Sekunden umschalten muss. Ja. Also eben hat er noch den Double-Team, er muss zusammen mit einem seiner Nebenspieler einen Defender nach oben schieben und plötzlich, okay, zack, das ist gekillt, jetzt muss ich eine Pass-Protection machen. Dann muss der Center kurz definieren, wer ist sozusagen, das macht der Quarterback auch oft, wer ist der Middle-Linebacker, weil da richtet sich dann alles danach aus, wer blockt wen. Ja, also die Protection ist ja enorm wichtig, sonst funktioniert kein Pass. Bedeutet aber auch, dass American Football-Profis vor allem in der NFL viel intelligenter sein müssen eigentlich als noch vor ein paar Jahrzehnten, oder? Definitiv, also es reicht definitiv nicht einfach nur ein super Athlet zu sein. Ja. Du musst gerade, der Receiver muss diese Optionsrouten haben, der muss auch blitzschnell Entscheidungen treffen, der muss auch während eines Spielzugs erkennen, wenn zum Beispiel Defense von einer Seite Druck bringt mit 2 Linebackern, dann weißt du schon eigentlich als Receiver, das kann die Offense Line gar nicht blocken, das sind viel zu viele Leute. Selbst wenn der Running Back noch mithilft, ist immer einer zu viel. Ja. Gerade von einer Seite. Dass er dann seine Route anpasst und die Zone attackiert, die beiden Linebacker gerade verlassen haben, sogenannten Hot Routes. Ja, und das ist also auch noch etwas, das musst du auch in Bruchteilen von Sekunden, das habe ich selber in der NFL Europe auch machen müssen, unfassbar schwer. Ja, weil du guckst natürlich erstmal, ne, erstmal wo du stehst, es passt alles, wie steht die Defense, jetzt geht der Spielzug los und jetzt passiert etwas, was du gar nicht erwartest. Und dann musst du blitzschnell reagieren, der Quarterback muss das sehen, um sich auch selber zu schützen. Aber das sind alles so Dinge, auch die Offensive Line, die Running Backs, das ist so komplex und man möchte gar nicht wissen, was in dem Kopf des Quarterbacks alles abgeht. Ja? Also erstmal muss er gucken, dass seine Formation passt, was die Defense macht, wie er das anpasst. Also es ist unfassbar
komplex und sehr, sehr anspruchsvoll. Naja, vor allem, wenn jetzt die Ansage kommt vom Quarterback zum Beispiel an die Receiver oder an ja alle in der Offense, keine Ahnung, wir spielen jetzt den 69 Hook oder so, dann geht ja das erste im Kopf los, 69 Hook, was ist das? Ah ja, ich weiß Bescheid. Genau. Er sagt ja dann aber auch noch einen zweiten, weil wir spielen dann auch noch den 79 Slam oder so. Genau. Also man muss ja dann, also das Playbook ist auch über die Jahre hinweg immer wichtiger geworden. Und vor allem immer größer geworden. Ja. Ja. Also alleine Joe Montana hatte mal irgendwie in dem Interview gesagt, dass er bis zu 500 Spielzüge so aus dem Stegreif beherrscht. Und das ist eine Menge. Ja, also das sind natürlich auch Wiederholungen aus anderen Formationen, wo ähnliche Passkonzepte gespielt werden oder ähnliche Laufspielzüge gespielt werden. Aber das ist unfassbar, was da wirklich alles drin ist. Und man muss ja als Quarterback auch immer das gesamte Bild haben. Ja, als Receiver weißt du die Passkombination, also du solltest auch wissen, was dein Nebenreceiver halt läuft, damit das auch zusammenpasst. Aber im Prinzip, was die Offensive Line macht, ist jetzt für den Receiver nicht unbedingt super wichtig. Aber der Quarterback muss halt alles. Er muss sich selbst schützen und er muss halt wissen, wie viel Zeit habe ich, um den Ball. Trotzdem finde ich es überraschend, dass man dann unterdurchschnittlich wenig Pässe sieht, die im Nirgendwo landen. Das ist ja wirklich selten in der NFL. Ja. Mal ist der zu hoch geworfen oder zu niedrig oder ihm, ein Receiver oder ein Tight End oder ein Running Back lässt den Ball fallen oder fängt ihn halt nicht. Aber dass jetzt so ein Ball ins Nirgendwo geht, weil so grundlegend irgendwas schiefgelaufen ist, das sieht man tatsächlich selten. Also das ist witzig, dass du sagst, weil wenn man es sieht, wenn der Ball ins Nirgendwo fliegt und man dann den Quarterback eingeblendet sieht, dann sieht man den Quarterback, wie er immer so zu seinem Receiver macht, ey, ne, das war deine Option, war nach außen zu gehen und da habe ich... Wo bist du denn? Wo läufst du denn hin? Ja. Was hast du denn? Aber das ist oft genau die Situation. Aber es ist selten, oder? Es ist wirklich selten. Ja, natürlich haben die auch fest eingespieltes Rhythmus und Timing für die ganzen Routen und der Quarterback, wenn er an die Linie geht, was ich vorhin schon sagte, dieser Pre-Snap-Read, also das, was er liest, bevor der Ball ins Spiel gebracht wird, da trifft der Quarterback oft schon eine Entscheidung, okay, ich konzentriere mich auf die rechte Seite oder ich konzentriere mich auf die linke Seite. Gar nicht mal so einen Receiver, sondern eher die Kombination von zwei Receivern und je nachdem, was die Defense dann macht, wird ein Receiver irgendwo aufgehen und da bringe ich den Ball dann schnell hin. Mhm. Aber im Prinzip ist es genau wie du sagst, diese Option Routes, die haben sich über die Jahre auch immer weiter entwickelt und immer weiter perfektioniert. Natürlich auch in so diesen sogenannten, wir nennen das immer Money Downs. Yeah. Die Money Downs sind Versuche, so wie dritter Versuch oder manchmal sogar vierter Versuch. Wenn du das schaffst, daraus einen neuen First Down zu machen, dann ist der Drive, die Angriffsserie bleibt live, du kannst weiterspielen, bleibt am Leben. Aber wenn du es halt nicht schaffst, dann musst du halt punten, musst du dich vom Ball trennen oder halt sogar ein Field Goal schießen, wenn du nah genug dran bist. Ne? Kannst du dich noch dran erinnern, noch zu deiner aktiven Zeit, wenn zum Beispiel Situationen gab wie dritter und 15 oder vierter und 4, also Crunch-Time und du weißt, angesagt ist, der Ball geht jetzt auf mich. Warst du dann noch aufgeregter oder wird man da abgeklärter und noch konzentrierter? Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich das sehr gut, oder macht das keinen Unterschied? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil in dem Moment, wo du eine Passkombination kriegst, kann ja theoretisch jeder von den Receivern den Ball bekommen. Mhm. Auch, es hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wo sind die Stärken der Defense? Haben die jetzt so einen Monster-Cornerback, der irgendwie einen Receiver neutralisiert? Dann wird es wahrscheinlich auf die andere Seite gehen. Aber wenn du genau weißt, okay, man trainiert die Situation auch. Ja. Im Training sagt man, wir machen jetzt eine dritte Versucheinheit, wo wir dritten und 3, dritten und 5, dritten und 8, dritten und 15 trainieren. Ja. Und dafür gibt es dann feste Spielzüge, die kommen dann genau. Und das sieht man ja auch immer, die sind ja auch mal größer geworden, diese Call-Sheets von den Coaches, die sich dann immer von munter. Ja. Da sind ja immer so Blöcke, so Kästen. Ja. Und die Kästen sind eigentlich genau das, was wir gerade angesprochen haben. Was spiele ich denn beim 2. und 5? Was spiele ich denn beim 3. und 15? Mhm. Und dann sind da so 3-4 Optionen drunter, in der NFL zum Teil noch ein bisschen mehr. Ja. Und dann kann der Coach sich aus diesem Block, in der muss nicht komplett denken, sondern er kann gucken, okay, was habe ich mir vorher überlegt. Das wissen die Spieler aber auch. Ja, genau. Sie wissen, jetzt ist es 2005 und sie wissen, jetzt kommt Block B. Genau, oder so. Genau, Block B, aber da sind halt trotzdem noch mal 5, 6, 7 Spielzüge drin, die kommen können. Aber wenn du dann an der Linie stehst und weißt, okay, das ist mein Spielzug, den haben wir im Training immer wieder trainiert, hat auch gut geklappt, natürlich entsteht dann noch mal eine zusätzliche Nervosität. Also du weißt, du jetzt bekommst du, und vor allem, das muss jetzt klappen. Nicht verkacken. Ja, genau. Jetzt nicht, wenn du jetzt also schon mal, ist schon noch was anderes, eine andere Situation als 1 und 10. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also das ist aber auch ein tolles Gefühl, das macht ja diesen Sport so fantastisch, dass du dann, wenn du da als Receiver draußen stehst, weißt, okay, jetzt kommt der Ball zu dir und jetzt kannst du wirklich auch glänzen. Ne? Ja. Also gerade auch, es sind ja nicht nur diese Spielzüge, die zum neuen ersten Versuch gehen, sondern es gibt ja auch Spielzüge, wo man dann darauf hinarbeitet mit Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel und dann kommt dieser angetäuschte Lauf und du kriegst den tiefen Pass über die Mitte. Und dann kommt er endlich und du weißt ganz genau, okay, alles klar, jetzt nur Vollgas geben über die Mitte, wenn ein guter Pass kommt. Dann. Und hast du in den Millisekunden gedacht,
Oder warst du ausgeschaltet so, den kriege ich? Oder scheiße, den kriege ich nicht? Also die langen Bälle sind tatsächlich sehr, sehr hart. Ja. Weil je tiefer du bist, natürlich, wenn du dich umdrehst zum Quarterback, der Ball unfassbar klein ist, auch wenn er dann irgendwie am Himmel, da musst du sehr, sehr gut instinktiv, wir nennen das immer adjusten. Also du kannst keine Schiene laufen und der Quarterback wirft dir 10 von 10 Bällen immer genau in den Lauf. Ja. Du musst ein bisschen nach außen, ein bisschen nach innen, vielleicht ein bisschen verzögern, deinen Körper ein bisschen drehen. Also das muss aber instinktiv passieren. Wenn du daran denkst, dann vergisst du am Ende des Tages den Ball zu fangen. Ja? Also das ist aber etwas, was du trainierst in diesen individuellen Phasen. Aber kommen wir nochmal zurück auf diese Optionsrouten. Natürlich hat dann auch irgendwann die Defense, das ist ja auch das Interessante, wenn sich ein Teil in der NFL oder im Football entwickelt und Innovationen bringt, dann muss der andere Teil immer darauf reagieren. Und es gibt eigentlich immer auf irgendwas eine Antwort. Und dieses, auch wenn du die Run-and-Shoot spielst, dieses Eindimensionale, ich komme immer mit 4 Receivern raus, 2 links, 2 rechts oder auch mal 3 auf einer Seite. Irgendwann hat die Defense eine Antwort gefunden darauf. Und wenn du dann sozusagen nur in dieser Eindimensionalität bist und die ist sozusagen weggenommen, ja, dann hast du immer ein Problem. Und deswegen finde ich es so klasse, wenn du die NFL-Spiele guckst, dass du eigentlich jedes Team in der Lage ist, mit einem Fullback und einem Tight End zu spielen, aber auch komplett den Quarterback alleine zu lassen, eine sogenannte Empty-Formation zu spielen und zum Teil dann wirklich mit 5 Passempfängern an die Linie zu gehen. Da kann auch natürlich ein Tight End oder auch ein Running Back mit dabei sein, aber es gibt die halt auch mit 5 Wide Receivers an diese Pakete. Ja. Also das ist etwas, was man wirklich durch die Bank weg sieht. Und dann ist es immer die Entscheidung des Trainers und auch natürlich des Personals, was ihm zur Verfügung steht, wo ist mein Gewicht? Aber mein Gewicht ist niemals zu 100%, auch nicht zu 90% auf einer Seite. Ja. Ja, man muss dann immer gucken, okay, ich bin ein bisschen run-heavy, heißt ja, ich werde mehr das Laufspiel machen, aber ich würde niemals auf den Pass verzichten und auch genauso umgekehrt nicht. Ja. Und das ist etwas, was uns so ein bisschen in die heutige Zeit jetzt bringt, weil die Defense sich natürlich auch angepasst hat. Plötzlich siehst du einen Linebacker, der als Cornerback draußen steht. Ja. Warum? Weil ein Runningback da draußen steht oder auch ein Tight End da draußen steht. Das heißt, die Defense passt sich auch da wiederum an, damit die eigentlichen Cornerbacks dann auf den Receivern stehen. Also die reagieren natürlich auch entsprechend drauf. Aber was es mit der Defense macht, ist unfassbar, weil so dieser typische Run-Stopper, dieser zahnlose Jack Lambert, ja, der so wirklich, okay, das A-Gap gehört mir, das innere Gap, wenn das aufgeht, da kommt einer, dann mache ich das zu. Ist super, wenn du so einen hast, aber der muss heute so wahnsinnig viel mehr können. Mhm. Ja, der muss in die Zonen droppen. Also Lawrence Taylor zum Beispiel, so die Abwehrfigur der 80er. Die Athleten, die müssen einfach in der Lage sein, alles eben auch mal so eine Einsituation. Aber würde der genauso erfolgreich sein in der heutigen Zeit wie damals? Wo es eigentlich nur gereicht hat, kräftig zu sein? Nur in Anführungszeichen? Also das eine ist die Athletik und die Kraft. Das ist das eine. Das andere ist die tatsächliche Technik. Mhm. Also schaffst du es auch von deiner Koordination, nicht nur nach vorne zu gehen und einen Lauf zu stoppen, sondern schaffst es auch, das zu erkennen, deine Hüfte zu drehen, schnell in bestimmte Zonen zu kommen, zu erkennen, was macht eine Offense, wie kann ich am besten den Verteidiger als Verteidiger mich positionieren, um den Quarterback diese sogenannten Passlinien, diese Passing Lane wegzunehmen. Also da gehört unheimlich viel auch Coaching dazu, dass die Leute hinzubringen, sehr viele Drills, die sich auch über die Jahre entwickelt haben, wie man diese Spieler dazu bringt, okay, eben nicht nur eine Sache sehr gut zu machen und andere Sachen nicht so gut, weil dann wirst du sofort attackiert. Ja, sobald eine Offense, ein Offense-Coordinator sieht, okay, der kann das gut, aber das kann er nicht, da greifen wir an. Danach wird immer gesucht. Schwachstellen, individuelle Schwachstellen. Ja. Und da wird dann entsprechend auch den ganzen Tag gerne attackiert. Ich würde gerne nochmal, zweiter Versuch, nochmal aktuell werden. Genau. Weil, wenn wir so in der Diskussion sind um die Quarterback-Goats, das sind ja eigentlich so typische Pocket-Passer. Ja. Sei es ein Joe Montana oder Tom Brady, Peyton Manning, wie auch immer. So, jetzt kommt da so ein Lamar Jackson. Ja. Oder auch so ein Russell Wilson gehört ja auch dazu, schon ein paar Jahre zuvor. Oder davor so ein Michael Vick. Mhm. Jetzt kommt da also so ein neuer Mensch-Quarterback, der nicht nur passen kann, sondern auch laufen kann. Mhm. Was macht das, um im dem Titel dieser Sendung zu bleiben, was macht das dann nochmal so innovativ und vor allem so anders, genau, sowohl Offense als auch Defense? Also die Evolution oder die Innovation, die dort stattgefunden hat, ist, dass man einfach, es gab ja noch diese Zeit, gar nicht so lange her, wo diese Wildcat-Offense so interessant war. Da hat man dann einen Quarterback reingeholt, der einfach so einen Lauf antäuschen kann und selber gehen kann. Aber das war immer ein spezielles Paket. Und jetzt mit diesen Spielertypen, die es gibt,
hast du eigentlich noch eine zusätzliche Dimension, die die Defense auch noch mit respektieren und verteidigen muss. Ja. Du kannst es nicht ignorieren. Du kannst natürlich bei einem Handoff einen Tom Brady relativ einfach ignorieren, weil so viel wird er nicht selber laufen. Er hat es ja ab und zu mal gemacht, aber es ist nicht der Gameplan. Ja. Und das will auch eigentlich keiner, dass er selber läuft. Und insofern, diese zusätzliche Dimension hat eine ganz entscheidende Innovation mitgebracht. Und das ist die sogenannte Run-Pass-Option. Mhm. Und diese Run-Pass-Option ist im Prinzip ein Spielzug. Ja, man callt also nicht zwei Spielzüge, man macht auch kein Audible, sondern es gibt einen Spielzug. Aber in diesem einen Spielzug hat der Quarterback mehrere Optionen, die auch zwischen Lauf und Pass harmonieren. Das heißt, ich kann an die Linie gehen und ich kann gucken, wie steht die Defense. Das ist Step 1. Dann geht der Spielzug los und ich habe im Prinzip eine Bewegung vom Quarterback, wo ich so tue, als ob ich dem Running Back den Ball gebe. Aber du siehst, dass der Quarterback gar nicht dahin guckt, sondern der Quarterback guckt ganz woanders hin. Mhm. Und zwar guckt er meistens auch auf einen Verteidiger, der gar nicht geblockt wird. Mhm. Und dann guckt er, wie reagiert der? Reagiert der auf diesen Lauf? Also rennt der meinem Running Back hinterher? Dann habe ich die Option, ziehe ich den Ball wieder raus und gehe selber. Aber da reden wir von Millisekunden. Das sind absolute Millisekunden. Das muss man wirklich, also das ist nicht einfach so, ja, wenn der das macht, dann machst du das. Katastrophe. Also das muss man trainieren. Und da muss man auch eben der Spielertyp dafür sein. Ja. Man muss sich auch ein bisschen Zeit gewinnen. Man muss ein bisschen mit dem Running Back mitgehen und raus. So, und dann hast du aber auch noch die Möglichkeit, nicht nur dann selber zu gehen, sondern wenn ein Verteidiger oder die gesamte Verteidigung auf diesen Lauf reagiert, dann entstehen ja wieder Lücken für den Pass. Ja. Das heißt, ich kann also auch den Lauf so antäuschen. Ich kann ihm den Ball geben, ist alles fein. Ne? Die Blocker blocken den Weg. Aber dadurch, dass ich den Ball schnell rausziehen kann und die Offensive Line noch nicht nach vorne gelaufen ist, ne, weil es einfach sehr schnell geht, kann ich blitzschnell auch noch einen Pass schmeißen auf einen Receiver, der auf der anderen Seite steht. Mhm. Ja, das ist eine sogenannte Run-Pass-Option. Oder eine Möglichkeit, wir nehmen mal den Middle Linebacker. Ist ja ein ziemlicher direkter Gegenspiel auch von dem Quarterback. Mhm. Jetzt kriege ich den Ball und zeige den Pass an und gucke auf eine Receiver-Seite, wo drei Receiver stehen. Wenn der Mittellinebacker versucht, den dritten Receiver zu übernehmen, kann ich verzögert auch noch dem Running Back den Ball geben, mit dem sogenannten Draw, der genau durch die Mitte läuft, wo der Mittellinebacker nicht mehr ist. Ja. Wenn der Mittellinebacker stehen bleibt, haben sie zu wenig Verteidiger, ist einer von diesen drei Receivern offen. Also auch nicht nur Run-Pass, auch Pass-Run-Option. Mhm. Und jetzt kommt Lamar Jackson, der diese drei Einheiten, also den Handoff, den Run, das selber gehen, was er dann auch noch mit dem Vorblocker bekommt, und dann die Möglichkeit auch noch zu passen und nicht nur den kurzen Pass auf die Tight Ends zu spielen, sondern dann auch noch einen tiefen Pass zu spielen. Ja. Und das ist eigentlich so momentan das Nonplusultra. Und deswegen ist es so unfassbar gefährlich, weil die Defense kann nicht alles verteidigen auf einmal. Das geht nicht. Sie können sich immer nur fokussieren auf Option A, vielleicht noch Option B. Aber wenn dann noch C oder D noch dazu kommt, ja. Dann trotzdem irgendwie kurios, dass so eine Spielertype in dem Draft so tief gefallen ist, ne? Also er wurde ja dafür, dass er jetzt höchstwahrscheinlich MVP wird, recht spät gepickt. Meinst du, es haben sich manche Teams nicht getraut oder passt er einfach nicht rein? Oder hat man ihm das letztlich auch nicht zugetraut, dass er so eine große Variabilität reinbringt? Also ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen, wo kommen die Coaches her, wo kommen die Offensive Coordinator her, was trauen sie sich selber zu, wie gehen die auch mit der Innovation um, wie innovativ sind die Coaches auch. Und wenn du sagst, okay, alles klar, ich habe nicht mein Playbook, was ich meinen Spielern aufdrücke, sondern ich habe das Personal und das Personal kann das und das und daraufhin baue ich mir meine Spielzüge zusammen, mein Playbook zusammen. Und ich glaube, dass viele Coaches einfach auch aus der Vergangenheit, die auch schon lange im Geschäft sind, sagen wir mal so, ihre Standards haben. Das ist mein haben. Stil. Das ist mein Style. Genau so spiele ich das. Personal. Genau dadurch drafte ich, danach hole ich mir die Leute. Mhm. Und damit habe ich meinen Erfolg gehabt. Damit werde ich auch in Zukunft. Aber Innovation ist immer ein Teil des Ganzen. Auch über die Saison ist alles richtig. Aber so diese wirklich Meisterungs, diese wirklich massiven Gradänderungen. Weil natürlich sagt auch ein Coach, oh, wenn mein Quarterback jetzt selber läuft, dann kriegt er so einen großen Hit und dann verletzt er sich. Wenn du als Quarterback weißt, wann du die nötigen Yards gehen kannst, wann du ins Aus gehst, wann du den Slide einsetzt, dann kannst du das ganze Spiel überspielen, kannst 100 Yards machen und bist vielleicht ein oder zwei Mal getackelt worden. Ja. Also diese Option ist etwas, wo sich viele aber nicht rangetraut haben. Und ich glaube, jemand, der dann einfach dieses Potenzial erkennt und sagt, okay, das ist eben nicht nur ein Running Back
ne, also der Handoffs machen kann und selber gehen kann, sondern er kann auch noch einen ganz guten Ball werfen. Ja. Und wenn wir so stark in diesen ersten beiden Optionen sind, dass die Defense alles daran setzen muss, alles investieren muss, um das zu stoppen, dann entstehen 1-zu-1 Situationen da draußen, auch gerade beim tiefen Pass. Und wenn er die einigermaßen gut anbringt, dann wird es richtig interessant. Wenn du als, also jetzt als normaler Football-Fan Football guckst, du wirst ja auch oft noch einfach als Wide Receiver denken, bist du dann großer Lamar Jackson-Fan oder denkst du eher, ah, ich finde den eigentlich nicht so geil, weil der wirft mir zu wenig? Das heißt, als Receiver kann man da eher nicht so gut aussehen wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Drew Brees zum Beispiel. Also bei der, ja genau, das ist ein super, super Beispiel. Also mit der Receiver-Brille auf, ja. Ich sage Drew Brees, yeah, ne, der ja. wirft mir einen Top-Ball, egal wie mein Verteidiger steht, er wirft mir den Ball so, dass ich ihn fangen kann, dass es also nur noch an mir liegt. Ja. Aber wenn ich die Coaches-Brille aufsetze, feiere ich Lamar Jackson total. Mhm. Weil er natürlich jemand ist, der einfach in dieser Liga, wo wirklich die besten Spieler der Welt unterwegs sind und alle wirklich einen Grund haben, einer von 100.000 da zu sein, im Roster zu sein und auch auf dem Platz zu stehen. Und da dominiert er. Und das, also ich war nie so ein großer Baltimore Ravens Fan, aber durch ihn und durch den Stil, den sie da auch in der Offense spielen, ist unheimlich. Die waren ja traditionell, standen sie auch immer für Defense genau, eigentlich. Und jetzt so nicht für offensive genau, Innovation. Also mit Joe Flacco habe ich so nicht das Gefühl gehabt. Aber mit Lamar Jackson bin ich absolut begeistert, wie er das macht. Und das ist unheimlich viel Sympathie, die da reingeht, weil ich einfach auch das wertschätze, was dieser Spieler leistet. Und diese ganzen Reads, diese ganzen Entscheidungen, die er trifft. Na, man sieht ja auch sofort, wenn was nicht geklappt hat, dass er oft auch selbst sich auf die Brust hat und sagt, das war mein Fehler, das war eine schlechte Entscheidungen, die ich gerade getroffen habe. Aber die meisten Entscheidungen, die er trifft, führen ja zum Erfolg. Mhm. Ja, auch den Running Back den Ball zu geben, weiß er ganz genau, der wird seine 4, 5, 6 Yards machen. Den rauszuziehen, weiß er, okay, ich werde auf jeden Fall zum First Down laufen, vielleicht mache ich sogar noch mehr. Ja. Der macht ja dann Open Field auch noch so krasse Spin-Moves und lässt einfach wirklich diese Top-NFL-Defender ne, aussehen wie Highschool-Kids, ja, gegen die er spielt. Und das finde ich einfach so unfassbar bemerkenswert, beeindruckend, wie er das macht. Ja. Also insofern von der Coaches-Brille her bin ich ein großer Fan von ihm und von dem Stil. Aber was ich noch viel mehr feiere, ist die Strategie, die dahinter steckt und einfach auch dieses System, um diese Personen rum aufzubauen und immer noch weiterzuentwickeln und diese einzelnen Aspekte, die er vielleicht noch nicht so gut beherrscht hat, noch zu perfektionieren, einzusetzen und im richtigen Moment rauszuholen. Ja. Das ist ein unglaublich also Mastermind, muss man wirklich sagen. Ja, das ist ein absolutes Top-Coaching, was da stattfindet und bin ich ein ganz großer Fan. Wo steht denn dieser Hexenkessel, wo jetzt so neue Innovationen rumgerührt werden? Ist es eher College oder ist es eher NFL? Also Colleges sind zwar auch variabel, aber es gibt sehr viele Colleges, die dann doch schon sehr stark auf ein System sich so ein bisschen fokussieren. Also die sagen, okay, wir spielen einen Run-and-Shoot-Variation, wir gehen viel mit vier Receivern, wir machen nur Mathematik, haben sie nur 5 Leute in der Box, laufen wir, haben sie mehr Leute in der Box, werfen wir. Also das sind so ne, die Klassiker. Man sieht gar nicht im College so unglaublich viel Variation. Natürlich haben die auch unterschiedliche Pakete, das ist ein bisschen wilder, das ist ein bisschen auch kreativer an einigen Dingen, aber es werden tatsächlich sehr viele Dinge auch im College angestoßen und es dauert dann auch ein bisschen, bis es dann so in die NFL tatsächlich so sich übergreift. Mhm. Und deswegen ist ja auch immer so, gerade wenn man sich die Draft anguckt, wenn ein Spieler im College so unfassbar erfolgreich ist, dann muss man ja auch mal gucken, mit was für einem System war er erfolgreich? Warum hat er denn so viele Yards geworfen oder ist so viele Yards gelaufen? Passt das überhaupt zu dem, was wir sonst noch so in unserem Team haben, in unserem Kader haben? Und da muss man auch mal so ein bisschen entscheiden, will ich das wirklich haben? Will ich diesen Weg gehen? Kann ich überhaupt diesen Weg gehen? Ja, das ja, muss man ganz klar sagen. Ist ja auch, muss man ja auch mal sagen, ist ja auch schon noch mal ein Unterschied zwischen College-Football und NFL-Football. Und trotzdem sind aber ja so die sogenannten Masterminds, also die sich im College einen Trainernamen gemacht haben, wechseln ja automatisch in die NFL und werden aber, dahin. Aber du musst dich da auch erstmal wirklich beweisen und du musst auch wirklich zeigen, dass du innovativ bist. Und das Entscheidende für mich ist auch immer so die Frage, jetzt gucke ich mir das alles an, ich gucke mir die Evolution an, die Innovation an über die Jahre. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo das schon so komplex ist und du wirklich in Bruchteilen von Sekunden so viele unterschiedliche Sachen in der Offense machen kannst. Wo sind wir denn in 10 Jahren? Hm. Also das, wenn wir in 10 Jahren wieder hier sitzen, wir beide, dann bin ich sehr interessiert. Können wir uns verabreden, das ist dann Januar 2030. Ja,
Ja, Wahnsinn. Gut. Ja. Da kommen wir mit dem Flugtaxi, glaube ich. Ja, genau. Da sitzen wir hier und dann würde ich mich, wir gucken uns die Sendung vorher nochmal an und dann sagen wir, guck mal, was wir für einen Quatsch wir vor 10 Jahren erzählt haben. Aber wo geht die Reise hin? Also es wird aber sich definieren aus dieser, wir haben es ja auch im letzten Boulevard mit unseren Wuchtbrummen gehabt, also diese neue Art von Footballspielern, diese einfach, diese Urtypen, ne, mit diesen einfach noch größer und noch schneller und noch beweglicher sind und noch schwerer zu stoppen sind. Also ich glaube, diese Evolution, diese Athletik, ja, dieser Spieler und vor allen Dingen auch dann die Strategie, die Technik, die variablen Techniken, die diese Spieler dann einfach beherrschen müssen, das wird also noch unglaublich, was da in den nächsten Jahren kommen wird. Letzte Frage. Ich möchte bei Quarterbacks bleiben, weil sie sind weiterhin ja die wichtigsten Personen in der Offense. Das hat sich ja im Vergleich zu vor 100 Jahren nicht geändert. Aber wen feierst du am meisten? Ist es, also aktuell, ist es tatsächlich so ein Lamar Jackson oder ist es vielleicht so eher so ein Patrick Mahomes, der weniger fürs Selbstlaufen als vielmehr für die langen Dinger aus der Armbeuge, also bei dem sieht es aus wie so ein Klacks, wenn der so lange Dinger raus hat, oder ist es eher so einer, den du am coolsten findest? Also die beiden, also jetzt für mich ganz persönlich, sind auf ihre Art und Weise so, dass ich sie beide auf ihre Art und Weise auch entsprechend feiere. Also das, was Lamar Jackson macht, ist nicht das, was Patrick Mahomes macht. Aber das, was Patrick Mahomes, zum Beispiel bei Lamar Jackson haben wir jetzt ausgiebig gesprochen, was er können, finde ich großartig, was er kann, finde ich großartig. Was Mahomes macht, ist, dass er ja auch in die Richtung guckt und da hinten hinwirft. Mhm. Also diese No-Look-Passes, dass er, wenn ein Verteidiger vor ihm steht, ja gut, dann werfe ich halt eben mal den Sidearm an ihm vorbei. Und das sind alles so Dinge, der ist so rotzfrech. Ja. Und das macht Spaß. Das macht Spaß, das zu sehen, wenn ich mir dann einen Kirk Cousins angucke, der in der Pocket steht und dann kommt halt Pressure über die Mitte, der macht halt auch nicht einen Schritt nach links oder rechts. Das ist so ein klassischer Quarterback. Okay, ich habe keine Zeit, dann packe ich den Ball mal an und lass mich mal sacken. Ja. So. Das würden die ja niemals machen. Und diese Fähigkeit, auch von einem Russell Wilson, eben nicht nur dieses 1001, 1002, jetzt muss der Ball weg, sondern jetzt verschaffen sie sich noch die dritte Sekunde, sie verschaffen sich noch die vierte Sekunde und die Sekunden sind für eine Defense der Killer, weil so lange kannst du das nicht verteidigen. Du kannst zwar die ersten zwei Sekunden dich in eine bestimmte Zonenverteidigung und auch gute Mannverteidigung bringen, aber wenn der Quarterback jetzt auch noch anfängt, plötzlich da auch noch die Option zu haben, ja selber zu laufen, das muss ja die Defense auch noch mit respektieren, dann entstehen Lücken und wenn du dann mit den Receivern, das sind die sozusagen improvisierten Spielzüge, die sind ja nicht im Playbook, sondern wenn der Quarterback nach rechts rausrollt und du läufst zum Beispiel eine tiefe Route, dann ist ganz klar die Ansage, brich ab und komm wieder zurück nach hinten zur Sideline. Ja, wenn du eine kurze Route läufst, dann ziehst du nach oben. Wenn du in die falsche Richtung läufst, dann kommst du wieder zurück über die Mitte. Ja. Ja, also das sind sogenannte Scramble Drills, die kann man auch trainieren. Dann sollte man auch trainieren, wenn man A, nicht so eine gute Protection hat und B, wenn man einen Quarterback hat, der sich diese Zeit erkaufen kann. Und man hat ja gesehen, dass ein Russell Wilson, wenn er mehr als 3 Sekunden hat, der, glaube ich, eine Completion Rate von, was war das, 80%? Ja, wahnsinnig. Das ist absolut crazy. Ja. Und das macht es natürlich dann auch nochmal super interessant, einfach auch zu sehen, wie diese Quarterbacks, meiner Meinung nach, müssen sie das Complete Package sein in der Zukunft, weil einfach auch diese Athleten, die auch allein in der Defensive Line stehen, so unfassbar stark sind, unfassbar gut sind. Also diese Pass-Rusher, diese Edge-Rusher, die sich ja auch irgendwie erst über die Jahre so wirklich so entwickelt haben, ja klar, wiegst du 320 Pfund und bist Offensive Tackle und kannst auch den einen oder anderen mal wegschieben. Aber schaffst du es, so schnell zurückzukommen und so einen Typen wirklich eins auf eins länger als 2 Sekunden von deinem Quarterback fernzuhalten? Ja. Und deswegen muss einfach diese Dimension in der Athletik eines Spielführers, des Quarterbacks, muss einfach vorhanden sein. Weil sonst, wenn die Protection einbricht, ist deine Offense platt. Ja, dann passiert nichts mehr. Ja, der kognitive Ansatz ist immer wichtiger. Total. Ne? Ja, super. Max, das war sehr interessant. Wenn ihr noch Fragen habt, dementsprechend, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ne? Wir schauen da drauf, leiten es an Max weiter und machen dann vielleicht in Zukunft nochmal so eine Folge. Sehr gern. Vielen Dank. Spätestens in 10 Jahren. Spätestens in 10 Jahren. Wir sehen uns 2030. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Rest one, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. OBJ! OBJ! Greatest comeback!